Und nun geht es bei uns um ein Thema, das im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel stinkt. Denn auf dem Bahnhof in Wittlich sehen sich die Fahrgäste regelmäßig dazu gezwungen, in die Büsche zu gehen, anstatt auf eine Toilette. Und das ist besonders kurios, weil dort am Bahnhof eigentlich ein WC-Häuschen steht. Wieso, weshalb, warum? Unsere Reporterin Maike Dickhaus hat sich die Sache mal angeschaut. Der Wittlicher Hauptbahnhof an einem verregneten Frühlingstag. Ich warte auf die Bahn und warte und warte und warte. Der Kaffee tut sein Übriges, die Blase drückt, also schnell noch mal zum Klo. Doch Fehlanzeige, Toiletten gibt es hier nicht. Es ist unmöglich, es ist ein öffentlicher Ort, wo eigentlich auch grundsätzlich eine Toilette hingehört. Das finde ich furchtbar. Ganz schlimm. Ich meine, zu jedem Bahnhof gehört eine Toilette. Wäre schon wahrscheinlich ziemlich gut, wenn es hier welche gäbe, weil es ja schon ein Hauptbahnhof und hier ist schon viel los. Aber gibt halt keinen. Schluss mit lustig. Ich frage bei der Bahn nach, was der Grund dafür ist. Ja, schönen guten Tag. Maike Dickhaus von 17:30 Sat.1 Live. Antwort: Es sei nicht Aufgabe des Unternehmens, Toiletten an Bahnhöfen zu betreiben. Reisende könnten schließlich das WC im Zug benutzen. Ja, danke für die Auskunft. Das hilft mir aber gerade nicht weiter. Der Zug ist nun mal nicht da. Doch Moment, vor dem Bahnhof gibt's ja doch ein Toilettenhäuschen. Freude kommt auf, doch... Abgeschlossen. Auf Nachfrage erfahre ich, das ist keine Toilette für jedermann, sondern ein Klo für Menschen mit Behinderung, eigens von der Stadt gebaut. Rollstuhlfahrer und Co. haben Zutritt mit einem Schlüssel, der auf der Kreisverwaltung deponiert ist. Sehr praktisch, wenn's mal schnell gehen muss. Gut 1,5 Stunden Fußweg vom Bahnhof zur Kreisverwaltung und zurück. Gar kein Problem. Vorausgesetzt natürlich, die Verwaltung hat dann auch geöffnet. Aber Planung ist alles. Für 20 Euro könne man sich unter Nachweis der Behinderung immerhin einen speziellen Schlüssel anfordern, meint die Stadt. Ja, aber was ist jetzt mit einer Toilette für mich? Weder der Kreis noch die Stadt sieht sich in der Pflicht, ein Klohäuschen für Menschen ohne Behinderung aufzustellen. Letztlich leben wir ja auch in einem Staat, wo es Zuständigkeiten gibt. Und wir sind jetzt nicht zuständig für Toilettenanlagen an Bahnhöfen. Warum aber baut die Stadt dann eine Toilette für Menschen mit Behinderung? Etwa ein Akt der Diskriminierung von Nichtbehinderten? Erklärungsversuche. Das ist halt die Diskussion, die man immer wieder in unserer Gesellschaft hat. Ich will da auch gar keine Hierarchisierung vornehmen oder Benachteiligungssituationen artikulieren. Es wäre natürlich wünschenswert, dass wir hier eine Toilettenanlage hätten, die für alle zugänglich wäre. Das wäre ja auch viel zu einfach, die Toilette für alle freizugeben und einen Schlüssel am Ticketschalter zu deponieren. Viel zu einfach. Ja, für alle, die mal müssen, heißt es wohl also auch in Zukunft ab in die Büsche.